Wenn das Knie zwickt, hieß die Infoveranstaltung im Klinikum Naumburg am 20. Juni. Die Bestuhlung in der Cafeteria musste aufgrund der großen Anzahl an Interessierten aufgestockt werden. Gerade im Alter zwickt das Knie sehr oft. René Wildgrube informierte über Erkrankungen, Diagnostik und Behandlungsmöglichkeiten. Wir werden die wichtigsten Themen angehen, das heißt die Arthrose, den Meniskus, das Kreuzband. Es wird aber auch über kleinere Sachen gehen, die vielleicht nicht jeder hat, mit einem Läuferknie, mit einem Springerknie. Es wird aber auch um Frakturen mal kurz erwähnt werden. Ziel ist, die Patienten zu sensibilisieren, zu zeigen, aufzuzeigen, was möglich ist, aufzuzeigen auch, welche Erkrankungen was bedingen und zu beruhigen den Patienten. Ja, dass also eine Arthrose zum Beispiel jetzt nichts Dramatisches ist, ja, aber dass man trotzdem was machen kann und dass man nicht immer gleich operiert werden muss. Das Knie ist ein sogenanntes Scharniergelenk. Es ist das größte Gelenk des Menschen und kann gestreckt und gebeugt sowie leicht in Längsachse verdreht werden. Kreuz- und Seitenbänder, Muskeln und Sehnen dienen zur Stabilisierung. Innen- und Außenmeniskus sind Knorpelscheiben und dienen zur Pufferung und Druckverteilung. Die Kniescheibe verhindert, dass die Sehnen auf dem Knochen reiben. Schonend mit seinem Knie umzugehen, ist immer ein guter Rat. Zu 100% lassen sich Probleme aber nicht verhindern. Also die Arthrose ist eine Sache, die wird irgendwann jemanden treffen. Ja, es kommt halt darauf an, wie alt man wird, ob man das Ganze erlebt. Der Meniskus ist aufgrund dessen, dass er sich nicht selbst regenerieren kann, großartig mit zunehmendem Alter auch zunehmend betroffen. Das heißt, da reichen kleinere Verdrehungen des Kniegelenkes und es kann so ein degenerativ veränderter Meniskus auch schon einreißen, sodass das quasi die beiden häufigsten Probleme sind. Die Arthrose an sich zum Beispiel ist nicht verhinderbar, man kann aber die Intensität bzw. die Ausprägung etwas hinauszögern. Ja, das heißt, wenn ich jetzt mich schone, mich nicht so häufig überlaste, belaste, wenn ich Fehlbelastungen vermeide, dann kann man durchaus gewisse Sachen hinauszögern. Ja. Es ist aber auch zum Beispiel ein ganz großer Punkt, dass die Arthrose erblich mit weitergegeben werden kann und da ist man dann teilweise chancenlos. Ja, für mich ist es immer wichtig, man muss im Alltag rumkommen. Ja? Und wenn man 70, 75 ist, ist das jetzt nicht so problematisch, da gleich ein künstliches Gelenk zu implantieren. Das Problem sind die jungen Leute, die mit 50, 55 noch ins Arbeitsleben sollen. Ja? Denen gleich bei einer beginnenden Arthrose das Kniegelenk zu operieren, halte ich jetzt nicht unbedingt für zwingend notwendig. Da kommt es immer darauf an, wie ausgeprägt die Arthrose ist. Aber da gibt es halt viele Vorstufen, wo man einfach was machen kann. Also im Rahmen der Möglichkeiten das Knie schonen, nicht überbelasten, aber trotzdem bewegen. Doch wann muss eine Operation am Knie durchgeführt werden? Also muss ist gar nichts. Also, beziehungsweise die einzige Operation, die man am Kniegelenk machen muss, ist bei einer Infektion. Ja, wenn man jetzt banal gesagt Eiter im Knie hat, dann sollte man da oder muss man operieren. Für alles andere ist das eine Kann-Sache. Ja, das heißt, wenn jemand eine Arthrose hat und kann deswegen nicht laufen, heißt das noch lange nicht, dass man ihn jetzt operieren muss. Man muss ihm das anbieten, man sollte ihm das anbieten, ja, aber wenn der Patient das nicht wünscht oder er zum Beispiel schwere Allgemeinerkrankungen hat, dann kann man ja nicht einfach jedem ein neues Kniegelenk einbauen, so übertrieben mal gesagt. Ja. Und deswegen gibt es ganz viele Kofaktoren, die da mit reinspielen und das muss man bedenken, bevor man jetzt irgendwie großartig dort mit dem Operieren beginnt. Oft wird, wenn die Knorpel nicht mehr reibungslos bzw. reibungsarm funktionieren, das Abschaben oder Abfräsen durchgeführt. Das ist auch eine Operation, deren Zweckmäßigkeit allerdings umstritten ist. Im Alter ist das eine Sache, die heutzutage eher nicht mehr so empfohlen ist, weil einfach Studien das Ergebnis anzweifeln. Ja, also sie haben keine signifikante Verbesserung des Kniegelenkes dokumentieren können. Bei jungen Leuten ist es was ganz anderes. Ja, wenn ich jetzt dort zum Beispiel eine Abscherung vom Knorpel habe, kann man den zum Beispiel Teil wieder fixieren, also wieder anbringen, ja, dass es nicht weiter abreißt, sodass man da wirklich differenzieren muss, ist es ein junger Patient, ist es ein frisches Trauma oder kommt es eher von der Arthrose beim alten Patienten? Unabhängig davon, was die Ursache für Kniebeschwerden sein könnten, ist natürlich immer erst einmal die Frage der Diagnostik zu stellen. Erstes ist die Anamnese. Ja? Der Patient muss erstmal erzählen, was überhaupt passiert ist, wo es wehtut, wo es genau das Problem ist.
Ja, und dann muss man die klinische Untersuchung machen. Das sind die zwei wichtigsten Punkte. Und daran kann man schon vieles erkennen. Natürlich, heutzutage in der operativen Medizin gehört ein Röntgenbild dazu, zum Ausschluss, dass ein Knochenbruch dabei ist. Ja, ist es auch in Ultraschall schön möglich beim Kniegelenk, gerade was den Meniskus angeht. MRT eher für den zum Beispiel Meniskus-Knorpelsachen, CT eher für die knöchernen Sachen. Aber auch zum Beispiel kann man die Arthroskopie, ja, einen eigentlich ja invasiven, also operativen Eingriff, auch zur Diagnostik nutzen, indem man einfach mit einer Kniespiegelung guckt, was kaputt ist und dann dementsprechend handelt. Man kann auch Gefäßdarstellungen machen, um zu gucken, wie die Durchblutungen im Bereich des Kniegelenkes sind. Also sind sehr, sehr viele Möglichkeiten. So weit sollte es natürlich nicht kommen. Prävention ist auch beim Knie immer wichtig. Wenn ein paar Dinge beachtet werden, kann man lange auf eigenen Knien unterwegs sein. Also das Wichtigste für ein Kniegelenk ist natürlich die Bewegung. Ja, ich sage meinen Patienten immer, viel bewegen, wenig belasten. Wenn ich am Tag 10 Kilometer laufe und ich laufe die am Stück, dann ist das eine Belastung für jedes Kniegelenk vom älteren Menschen. Wenn ich aber 10 Mal einen Kilometer laufe, dann ist das einfach nur bewegen. Man merkt es ja selbst auch. Ja? Man muss so ein bisschen auf sich selbst hören, auf sein Knie hören und dann kann man schon vieles selbst verhindern oder sich selbst disziplinieren. Das ist immer das Wichtigste.